Hallo und herzlich willkommen, liebe Playdies und Gentle Gameboys da zu Hause an den Bildschirmen. Ich möchte euch heute tatsächlich mal zeigen, wie man eine Wii ISO-Datei hackt und mit neuer Musik versieht. Und ich bin echt erstaunt, dass ich das hinbekommen habe. So, und was würde sich da besser eignen als ein tatsächliches Musikspiel, das ich auch sehr, sehr liebe? Die Leute, die meine Videos kennen, dürften schon wissen, dass ich ein Rhythm Heaven Fan bin oder Rhythm Tengoku oder Beat the Beat oder was auch immer, Rhythm Paradise. Es gibt's unter mehreren Namen und ich habe ehrlich gesagt gerade alle ISO-Dateien, die europäische, die japanische und die amerikanische, wie auch immer. Ich möchte gleich mal zeigen, so sieht das Ganze aus, wenn es unverändert ist. Klingt noch alles ganz normal, würde ich sagen. So. Ich habe gerade ein bisschen angespielt, eigentlich nur, um bis zu diesem Lied zu kommen. Und, ja, Zuschauer meiner Videos, zum Beispiel des Let's Plays von Rhythm Heaven, Rhythm Tengoku The Best Plus für den 3DS, dürften wissen, warum ich ausgerechnet dieses Lied freigespielt habe. Ich möchte erstmal zeigen, wie es unverändert aussieht. Oder, ja, wie es sich unverändert anhört und so weiter und so fort, damit ihr auch alle seht, ich mache hier keinen Quatsch. Das ist nämlich sozusagen die Vorher-Datei. Okay, weiter müssen wir dafür auch nicht. Ihr habt gehört, es ist ganz normal die Datei gewesen, die man da so im Original halt drin hat. So, was machen wir also? Wir machen jetzt erstmal Dolphin den Emulator zu und haben hier schon einen Ordner geöffnet für mich. Das hier ist nämlich die ISO-Datei. Das hier ist die von Rhythm Heaven Fever, sprich von der amerikanischen Version. Und das hier ist die japanische. Wir kümmern uns jetzt um die europäische, warum auch immer. Ich könnte auch jetzt einfach die nehmen. Es ist eigentlich mir völlig egal. Aber gut. Und zwar gibt es hier so ein schönes Tool, das nennt sich WeScrub. So. Und der, oder WeScrubber, genau. Den öffnen wir jetzt mal und laden unsere ISO, die wir gerade eben in Dolphin geöffnet hatten. Deswegen ist Dolphin jetzt auch erstmal geschlossen. So. Zack. Und schon kriegen wir angezeigt, was ist da drin. Da ist zum Beispiel eine Update-Partition und so weiter und so fort drin. Hier ist natürlich auch eine normale Partition, auch mit mehreren Sprachen, wie man hier sieht. Also das ist das deutsche Zeug. Lässt sich auch verändern, und zwar in Message, hier in rickg.szs sind die ganzen Daten für, was weiß ich, Bilder und, oder viele Daten für Bilder und Texte in dem Spiel gespeichert, aber da kümmern wir uns heute nicht drum. Nein, wir machen was für Fortgeschrittene. Wir gehen nämlich hier in den Bereich SND für Sound natürlich. So, und hier haben wir zwei Dateien, und zwar ref.tengoku.brzar. Ja, toller Name. Und hier haben wir das Ganze nochmal für die japanische Version, denn in der europäischen Version haben wir tatsächlich zwei Sorten von Liedern. Oder, naja, zweimal alle Lieddateien, einmal in der englischen Fassung, einmal in der japanischen, wobei es ehrlich gesagt hier ein bisschen Platzverschwendung war, meiner Meinung nach, weil nur wenige Lieder tatsächlich Text haben, wo einem auffällt, dass die japanische Version anders ist. Dennoch wurden die ganzen Soundeffekte hier auch mit reingepackt, also okay, da verstehe ich es, aber hier sind halt auch die ganz normalen Songs drin, ja, die nicht in irgendeiner Weise abweichen von der anderen Version. Ist aber auch egal, Platzverschwendung ist hier nicht unser Thema. Und zwar, was wir hier machen, ist, wir extrahieren diese schöne Datei, Ref Tengoku, bla bla bla. Okay, dann, was ist in diesem Ordner? Da ist noch gar nichts drin. Okay, dann würde ich sagen, packen wir das erstmal da rein, in den Ordner New. Damit wir wissen, okay, da gehört das hin, da ist das jetzt. Jetzt wird das dahin entpackt. Alles noch kein Problem. Düp, 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 düp.
Dauert jetzt nur noch ein Stückchen und wir können ja schon mal in den Ordner New reingucken. Und zwar war das hier unter Rhythm Heaven da. So, hier haben wir da tatsächlich eine Datei jetzt. Das hier ist fertig. Das heißt, wir könnten WeScrubber zumachen, aber ich lasse es mal offen, weil wir müssen die Datei ja später dann auch wieder einfügen. So, diese Datei kann man wiederum öffnen mit einem Programm namens, kann man das hier sehen? Brawlbox. Das kann man sich auch runterladen. Ich werde eventuell ein paar Links reinpacken in die Beschreibung. So, machen wir das doch mal. Wir öffnen das mit Brawlbox. Wir hätten auch einfach draufklicken können, ist schon assoziiert. So, hier haben wir Brawlbox geöffnet und das ist normalerweise eigentlich zum Hacken von, wie der Name schon sagt, Super Smash Bros. Brawl. So, hier drin haben wir wiederum. Genau, RWSD-Dateien. Und diese sind tatsächlich die Musik. Man kann das Ganze sogar anklicken und sich anhören. Training ist hier zum Beispiel, man wird es gleich hören. Tak, 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 tak. Uha! Ja, es ist dieses Samurai-Spiel. Wie dem auch sei, was ich aber jetzt suche, ist Seesaw. Das ist nämlich das Wippenspiel. So, und hier haben wir es auch schon. Und das können wir wiederum exportieren. Also diese Datei group wsd seesaw.brvst. Ja, das heißt halt so. So, und das packen wir hier in New rein. Moment, aber hier sind wir im Exportordner. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte Rhythm Heaven und hier in New rein. Damit wir alles an einem Platz haben. So, das ist jetzt exportiert. Und ist hier auch zu sehen. Ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt öffnen wir das Ganze auch mit Brawlbox in einer weiteren. So, und hier haben wir Audiodaten drin. Tada! Das war das, was wir vorhin schon gehört haben. Und dieses hier werden wir jetzt, genau dieses Audio 0 werden wir exportieren. Und zwar als eine Datei mit der Endung. Und jetzt kommt's. RWAV. Also RWAV, was auch immer. Es ist eben ausgerechnet das Format, in dem diese Datei gespeichert ist. Es ist so. Warum das so ist, fragt Nintendo-Entwickler oder sowas, aber mich nicht. So, die Datei ist jetzt also exportiert. Und jetzt wird das Ganze erstmal komplizierter werden. Denn wir müssen, beziehungsweise, naja, wir müssten jetzt ja, wir könnten es jetzt weniger kompliziert machen. Wir könnten jetzt sagen, okay, wir öffnen ein Programm. Hier. So. Und außerdem können wir ja, was ich nämlich machen möchte, ich möchte ja eigentlich bloß den vorhandenen Soundtrack etwas verändern. Ich möchte ihn nicht gänzlich ersetzen. So, da gibt es dann nämlich die Möglichkeit, dass man hier dieses unter Sounds auch nochmal das Ganze als Wave-Datei exportiert. Wir können das jetzt mal machen. Muss ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber das zeige ich euch warum. So, jetzt würde man das Ganze natürlich hier in Audacity einfügen. Und zwar, ja, indem wir beispielsweise hier gleich in dem Ordner die Datei rüberziehen würden. So, muss ich nicht machen. Ich werde jetzt hier mal zurückgehen, denn ich habe da schon mal was vorbereitet. Denn ich bin der, wie hieß der? Oh Gott. Ich komme gleich drauf. Tim Mälzer. Aber dafür habe ich leider nicht den Sprachfehler, den er hat. Wie auch immer. Ich habe hier was vorbereitet und zwar schon mal eine Audacity-Projektdatei. Ich hätte gemeint, es hätte funktioniert, aber gut, dann nicht. Jetzt. Okay, wenn ich das so mache, dann funktioniert's. Ich hätte wahrscheinlich auf Öffnen gehen müssen. So, jetzt haben wir hier nämlich unser Projekt drin. Zack, zack, zack. Und hier habe ich schon mal da aus den zwei Spuren. Das hier ist das normale Lied. Und hier ist etwas, ja, das habe ich schon mal selber gemacht. Die Leute, die meine Videos so ein bisschen kennen,
wissen es vielleicht, und zwar ist das ein voll vertextet. Sprich, ich habe an das Lied Text rangefügt. So, normalerweise müsste ich diese Datei hier einfach nehmen und das Ganze nochmal besingen. Aber ich habe hier unten mein voll vertextet drin und ich versuche das jetzt so übereinander zu packen, dass man es, naja, nicht merkt. Also ich werde das nicht, wenn ich das jetzt in Zukunft mache, dann werde ich das bei anderen Liedern natürlich professioneller handhaben und zwar so, wie ich es gerade gesagt habe. Und das habe ich auch vor. Übrigens, also das, Moment, wir machen das anders. Ich will das nämlich hier noch verschieben. Ich weiß nämlich, dass es nicht ganz übereinander ist, richtig. Deswegen versuche ich das noch so zu verschieben, dass das richtig klingt. So, jetzt haben wir es so mehr oder weniger so verschoben, wie es sein soll. Gucken wir mal. Okay, passt. Mehr möchte ich davon jetzt auch noch nicht abspielen. Das hebe ich mir fürs Ende auf. So, und jetzt wird das Ganze exportiert als... Moment, ich mache noch was vorher. Und zwar, ich gehe auf Nummer sicher, denn diese Datei sollte vielleicht ein Millisekündchen kürzer sein. Okay, das ist so. Dann nehmen wir ungefähr das hier. Und zack. Also ein bisschen kürzer sein als die Originaldatei, an der sich das Ganze ja hier orientiert hat. So, jetzt wird das Ganze exportiert und zwar einfach bloß als... Moment, wir packen es dann auch in den Ordner, den ich angelegt hatte, New. So, als so. Ja, das hat überhaupt nichts mit den Filmen zu tun. So, das Ganze wird jetzt zusammengemischt mit zwei Spuren. Das ist auch richtig so. Frequenz muss hier sein 32.000 Hertz. Darauf bitte achten. So. Und das nächste, was wir tun werden, ist erstmal wieder zurückgehen in den Ordner new. Ja. So. Jetzt haben wir also diese Datei hier. Und wie ging das weiter? Ach so, ja genau. Wir haben diese SAW-Datei und wir müssen die jetzt in Brawlbox nämlich integrieren, indem wir nochmal unsere Seesaw-Group-Datei nehmen und ersetzen. So, Moment, wie war denn das? Ja, doch. Genau, wir ersetzen das hier. Tun wir das? Tun wir, oder? Ja, stimmt, tun wir. Das hat nämlich einen ganz bestimmten Grund, den ich euch gleich verraten werde, sobald ich das hier gemacht habe. So, jetzt ist mir das hier angezeigt worden. Düp. So, es soll nicht loopen, das ist richtig. Und ja, okay, hier ist es ein bisschen kürzer als bei dem anderen. Okay, machen wir so. Das waren nämlich, glaube ich, sonst 0,12, jetzt sind es 0,05. Ist richtig so. So, jetzt wurde das Ganze encodiert und diese Datei ist jetzt eine RWAV-Datei oder Airwaves-Kaugummis. So, und das exportieren wir jetzt noch einmal und zwar als Audio 0. Wobei ich sagen würde, ja, machen wir mal Audio 1 draus. Ich denke, es würde vom Dateinamen her nichts Schlimmes passieren dadurch. Also durch diesen Dateinamen. Aber wir brauchen halt was, was sich unterscheidet. So, und jetzt habe ich was falsch gemacht. Aber ich denke, diesen Fehler kann ich beheben, indem ich einfach bloß das Ganze jetzt so benenne, wie es sein soll. So. Diese Airwave-Datei... Ob man sie jetzt so benennen muss, ist jetzt noch die Frage. Muss man eigentlich nicht. So, das nächste, was wir nämlich machen, ist einen Hex-Editor öffnen. Und ich habe hier HXD zum Bleistift. So, und dann nehmen wir uns unsere Audio-Null-Wave-Datei und öffnen sie hier. So, ich werde das Ganze mal so groß wie möglich machen.
Ich meine, ich nehme ja bloß in 720p auf, aber naja. So, dann öffnen wir darin auch noch unsere Audio 1 Wave-Datei und unsere die hier. Brsar. So, was machen wir als erstes? Wir nehmen uns die 0-Wave-Datei, also die Originale, und kopieren uns den Header, der hier steht. Aber Moment, wir machen das in Form von Hexadezimalcodes. So, wer jetzt schon nicht mehr folgen kann, ist für Raumhacking leider auch schon nicht mehr geeignet. Tut mir leid. Aber wer es sich ansehen möchte und vielleicht was dabei lernen möchte, umso besser. So, wobei es ist eigentlich jetzt auch, wenn man Hexadezimalcode vielleicht, wenn man es nicht versteht, ist auch nicht schlimm, solange man das macht, was hier gefordert wird. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Okay, gut, haben wir uns darauf geeinigt. So, wir gehen in die Brsar-Datei mit den ganzen Soundfiles und suchen jetzt, das macht man mit strgf, nach einem Hexwert und zwar dem, den wir gerade kopiert haben. Ja, hier kommen ganz viele Nullen am Ende, aber wir haben ihn tatsächlich gefunden, denn das ist die originale Datei in der Brsar. Was auch immer. So, dann haben wir hier dieses Airwave, genau, und das ist die Datei, wo wir es gerade weggenommen haben, beziehungsweise also wo wir es kopiert haben, damit wir die andere finden können. Hier lassen wir den Cursor auch so stehen, beziehungsweise machen das hier. So. Und dann nehmen wir unsere Audio 1 RWAF und markieren alles. Zack. So, wird kopiert. Wir testen aber noch eine Sache und zwar möchte ich gerne sehen, diese Datei hier muss mit, okay, 3695880. 3695880. Auf jeden Fall ist die andere Datei kleiner als diese. Das ist ganz wichtig, denn sonst klappt der Besch das nicht. So, also deswegen können wir die ganze Datei auch kopieren, wenn wir das möchten. Und das tue ich jetzt auch, ja. Und dann wird alles schön eingefügt. Moment, ich habe die ganze Datei so kopiert. Fange ich auch an der richtigen Stelle an. Wir wollen ja mal schauen. Ja, RWAF, BIP. So, und um das Ganze einzufügen und das alles, das andere zu überschreiben, da steht es, schreiben, strgb, machen wir mal. Wird noch von einem anderen Prozess verwendet. Natürlich, okay, wir schließen die Brawlbox, wiederholen und jetzt ist es auch geglückt. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Code und ich werde zusehen, dass ich den noch wegbekomme. So, hier kommt dann gar nichts mehr und hier ist dann die nächste Datei. Okay, jetzt ist die Frage, wie mache ich das denn am besten? Auswahl füllen mit 00. Fertig. So, jetzt haben wir das alles, was rot markiert ist, verändert. Und das nächste, was wir machen, ist einfach bloß unsere Datei, unsere BRSAR zu speichern. Klick, klack. Und jetzt können wir wieder zurück in den WeScrubber, den wir am Anfang offen hatten, um diese Datei überhaupt erstmal zu exportieren. Und jetzt wird das Ganze genau überschrieben mit dieser neu, also mit dieser überschriebenen BRSAR-Datei. Ich hoffe, ihr konntet mir jetzt die ganze Zeit folgen. Denn an sich ist das alles, was man machen muss, um ein Lied zu verändern. Ich habe das jetzt so wirklich so, ja, ich mache da jetzt gerade ein Video, das dauert schon so um die 20 Minuten. Aber wenn man nicht die ganze Zeit reden muss und sich konzentrieren kann und da vielleicht schon geübt drin ist, dann schafft man das sicherlich auch in, naja, so lange wie die Ladebalken hier so brauchen. So. Dann wollen wir doch mal schauen, ob das dann auch funktioniert. Das nächste, was wir dann nämlich machen müssen, wäre den Dolphin-Emulator zu öffnen. Das können wir jetzt sogar schon tun. Tue ich auch. Und da ist er auch schon. So, die Datei, die wir also verändert haben, war Beat the Beat Rhythm Paradise. Die hatte ich auch am Anfang eröffnet. Ihr habt das ja alles gesehen.
Und ja, ihr könnt das natürlich alles auch selber zu Hause ausprobieren, wenn ihr denn eine ROM-Datei und Brawlbox und den Wii-Scrubber und einen Hexe-Editor habt. Also es ist jetzt nicht so, als ob ja, man viel dazu bräuchte. Okay, die ISO-Datei zu finden ist vielleicht das Schwerste an der ganzen Sache, weil die sollte normalerweise nicht verbreitet werden. Da muss man ein bisschen googeln oder man schafft es, sich dieses Spiel selbst von einer DVD zu rippen. Jeder wie er mag, ne? So, ich möchte da auch niemanden zu irgendwas anstiften, das ist alles in Eigenverantwortung, aber ich wollte wenigstens mal zeigen, wie man eine Datei blüpp hackt. Weil ich mich so drüber freue, dass ich das hingekriegt habe. Ganz ehrlich, ich habe da, ich glaube, am Samstag, heute ist Montag, diese Idee gehabt, dass ich das machen will. So. Und, ach so, ja, genau, WeScrubber muss noch beendet werden. So, und. Das ist böse. Das klingt immer wie eine Fehlermeldung, ist aber nicht schlimm. Ja, man möchte es zu machen so. Nein, ich habe am Samstag angefangen mit der Idee und habe den ganzen Sonntag durch gegoogelt, gesucht und was nicht alles. Und ehrlich gesagt, für Rhythm Paradise gibt es nicht sonderlich viel ja, Dokumentation dazu. Aber es gibt jemanden, der hat es tatsächlich geschafft. Er hat ein Video davon gemacht und hat zu einem anderen Video-Tutorial verlinkt, welches ich jetzt im Grunde nachgestellt habe. Und ich hoffe, ich habe es auch richtig gemacht. Schauen wir mal. Normalerweise, wenn man die Datei einfach nur so austauscht mit einer Wave-Datei, würde nämlich an der nächsten Stelle, und zwar hier, das Ganze nicht mehr weitergehen. Dann kommt kein Intro. Aber es kam ein Intro. Also das heißt, unsere ROM startet schon mal. Und wir sind wieder an der gleichen Stelle wie vorher. Und zack. Und glaubt mir, ich werde jetzt nichts mehr sagen, während ich das spiele. Das, was jetzt kommt, das ist das tatsächliche Spiel. Die höchsten Mächte haben sich gegen uns verschworen. Wir stehen kurz vor dem Ende der Welt. Alles um uns herum zerfällt, doch die Waffe, die hält. Tod und Verderben, Leid und Hunger überall. Sag mir, wer hat das alles bestellt? Unser Urteil ist fast gefällt, doch die Waffe, die hält. Das Universum krepiert, doch die Waffe, die hält. Haben wir im Grunde noch eine Wahl? Doch alles gestellt, man wird geprellt von den Clowns mit zu viel Glück, Macht und Geld, bis sie ganz allein entscheiden, wer steigt und wer fällt. Die Entscheidung hat immer schneller und am Ende fehlt die Zeit für den Kampf für Gerechtigkeit. Steht nicht rum, macht euch bereit. Das so kommt war abzusehen, jetzt wird Zeit es anzugehen, denn sonst haben wir die Chance verpasst, den Spieß noch umzudrehen. Also steigt hoch in die Luft, damit potenzielle Energie geht auf sie nieder und den Druck auf ihn. Noch nie versucht mit aller Kraft und betet, dass es klappt, denn kommt das Gute aus dem Takt, haben wir alle verkackt. Es geht bergab und unser Kampf wird immer härter, doch aufgeben werden wir nicht. Wir machen weiter und zwar so lang, bis die Wippe zerbricht. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, es ist tatsächlich so. Ich habe ein voll vertextet in das Spiel integriert. Ich bin so glücklich. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es ist superb. Oh Mann, ich wippe mich auch bis zu den Sternen hier gerade auf meinem Stuhl. Nein, und zwar, es ist einfach, das ist meine Art zu sagen, dass ich ein Let's Play machen möchte von einer eigenen Version von Rhythm Heaven Fever oder Beat the Beat Rhythm Paradise oder was auch immer, und zwar Rhythm Heaven X. Voll vertextet. Nein, wirklich, das ist so. Es wird natürlich eine Weile dauern, bis ich, naja, bis das Ganze starten wird und ein richtiges Let's Play draus wird und was nicht alles. Aber es wird definitiv kommen. Ich werde an der ROM rumbasteln. Ich werde einige Songs
reinpacken, auch welche, die in den Vollvertext, also es sind ja erst 5 vollvertextet Songs wirklich online und ja, ich werde definitiv noch mehr da drin haben und ich werde natürlich die Datei nochmal, also ich werde das Lied, was ich gerade reingepackt habe, nochmal richtig vernünftig neu aufnehmen, genauso wie, na obwohl, nicht alle anderen, weil das hat ein paar Gründe, weil ich manche Lieder gar nicht neu aufnehmen könnte. Aber da möchte ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Gut, auf jeden Fall, ja, es wird ein Rhythm Heaven voll vertextet geben. Und ich werde ein Let's Play davon machen und ich freue mich so übelst drauf. Es wird wahrscheinlich eben noch ein paar Wochen bis Monate vielleicht dauern. Aber ich hänge mich rein, ich werde noch ein paar mehr Lieder vertexten dafür. Vielleicht nicht alle, aber trotzdem, es wird sich lohnen, ich sag's euch. Also dann, bis dahin.